Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1944. Es ist Winter geworden, vermutlich in Südrumänien irgendwie. Es heißt die Schlacht bei Ploiești vielleicht. Wir hören mal was. Wer ist er? Oberstleutnant ist er? Ist er nicht, ne? Ach, keine Ahnung. Fuchs jedenfalls. Rommel. Der Typ. Wir hören mal, was er zu sagen hat. Wir haben lang genug Verteidigungsschlachten geführt, Herr General. Nun ist es endlich an der Zeit, mit aller Entschlossenheit zurückzuschlagen. Ich bin froh, dass wir auch das Oberkommando davon überzeugen konnten. In der Tat, die aktuelle Bedrohungslage für Ungarn und Rumänien scheint das Oberkommando genug wachgerüttelt zu haben, um den Schwerpunkt nicht mehr nur auf Ostpreußen zu legen. Die Folge ist, dass wir so viel Verstärkung erhalten haben wie noch nie. Schaden kann das sicher nicht. Mich beschleicht nämlich das Gefühl, dass wir für die bevorstehende Schlacht jeden einzelnen Soldaten brauchen werden. Uns steht eine schwierige Aufgabe bevor. Auf jeden Fall ist es eine super breite Front. Was haben wir denn vor? Primäres Ziel: zerstören Sie Marschall Malinowskis Hauptquartier. Wo ist das denn? Finden wir das jemals raus? Ich befürchte nicht. Primäres Ziel: zerstören Sie Marschall Tolbuschins Hauptquartier. Okay, da müssen wir uns gleich nochmal umschauen, wo das ist. Primäres Ziel: vernichten Sie die 6. Garde Panzerarmee. Puh, zum Glück haben wir nicht viel zu tun. Primäres Ziel: verteidigen Sie den Bunker von Marschall Antonescu. Ist hier dieser Flakbunker? Der Flakturm sein Bunker oder was? Ne, hier, das ist der Bunker mit 25. Ja, okay, gut. Machbar, hoffentlich. Primäres Ziel: verteidigen Sie alle 4 Ölförderanlagen. Warum haben wir denn so viel zu tun, bitteschön? Und was sagen uns diese Pfeile? Das sind ja nicht Gegner, die da... Oder? Sind das unsere eigenen Verbündeten? Ich habe keine Ahnung. Elite-Ziel: nehmen Sie einen 3. sowjetischen Marschall gefangen. Klar. Unsere Bemühungen, Ungarn und Nordrumänien zu sichern, haben sich definitiv bezahlt gemacht. Es ist nun klar, dass die Sowjets diese Region auf ihre Seite ziehen wollten. Aber nun können wir sie stattdessen als Ausgangspunkt für einen Flankenangriff gegen die Speerspitze der Roten Armee nutzen. Der Feind ist sich dessen bewusst. Speer sind auf starke Verteidigungsstellung gestoßen, von wo aus der Feind viele Gebirgspässe über die Karpaten kontrolliert. Viele, aber nicht alle. Oh, wir haben freien Pass, okay. Ja, da hinten, ne? Hier. Dieser Pass hier wurde von verbündeten rumänischen Truppen zurückerobert. Diese Route sollten wir wählen, um den Großteil unserer Kräfte rasch über die Berge zu bringen. Da stimme ich zu. Anstatt uns den Weg durch die gefährliche Engstellen zu bahnen, sollten wir unsere Truppen auf den einzigen offenen Gebirgspass umleiten, der für uns noch eine Option darstellt. Und die anderen Pässe, die ignorieren wir einfach? Ich weiß nicht. Unsere Truppen befinden sich da allerdings weit von den rumänischen Positionen entfernt, die wir vor den Sowjets beschützen müssen. Ich empfehle daher, unsere Flugzeuge sofort nach Bukarest und zu verlegen. Unsere Luftunterstützung wird den Rumänen äußerst wirksam dabei helfen, ihre Verteidigungslinien zu halten. Zur gleichen Zeit werden unsere Bodentruppen einen harten Kampf zu bestehen haben. Berichten zufolge bildet die 6. sowjetische Gardepanzerarmee ein Eliteverband die Speerspitze beim Angriff auf Rumänien. Abgefangene Funksprüche deuten darauf hin, dass mindestens 2 Marschälle der Sowjetunion den Angriff koordinieren. Dieser Streitmacht eine vernichtende Niederlage zuzufügen, ist ein schwieriges Unterfangen. Doch wenn es uns gelingt... Mit einem Sieg würden wir auf einen Schlag die Speerspitze des Feindes neutralisieren und die Gefahr für Rumänien sowie unsere Verbindungen in den fernen Kaukasus bannen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, das hört sich alles nicht schwierig an. Ablenkung. Oh, Ablenkung ist gar nicht so verkehrt. So, wir können ein paar mehr Truppen mitnehmen. Wir schauen mal. Wir dürften eher nichts bekommen haben. Volksgrenadiere hatten wir auch beim letzten... Ah ne, da hatten wir den Volkssturm. Jetzt haben wir ganz tolle Volksgrenadiere.
Sind die cooler als Gebirgsjäger? Die sind cooler als Gebirgsjäger? What? Niemals. Warum seid ihr cooler als Gebirgsjäger? Also im flachen Gelände sind ja deutlich cooler. Moment mal. Wo sind denn? Hier ist meine normale Infanterie. Und die Volksgrenadiere sind einfach besser ausgerüstet. Ach, aber sind die? Nee, die sind auch nicht mal langsam. Also Volksgrenadiere sind echt voll gut geeignet, um in engem Gelände zu kämpfen. Okay. Soll ich meine Fallschirmjäger zu Volksgrenadieren aufrüsten? Ich weiß nicht, ob das clever ist. Also, wir gucken mal, was haben wir hier in Tiger 2? Nichts Neues. Auch nichts Neues. Schon gar nichts Neues. Hier leider auch nichts Neues. Wie viele von den Heinkel habe ich noch? 119. Oh, das geht ja. Okay, also nichts Neues dabei. Wunderbar. Habe ich überhaupt Truppen für 190 Punkte insgesamt in der Reserve jemals gehabt? So, Fallschirmjäger. Würde ich die irgendwo abwerfen wollen? Nee, ich glaube, die würde ich eher tatsächlich so mitführen, ne? Bunkerbrecher. Ich überlege gerade, kann ich es mir leisten? Wie viele sind denn das? 2 Gebirgspässe wären das. Wenn wir den halt hier in die Flanke fallen, ne? Wir sollen ja hier unten verteidigen im Prinzip. Oh, da könnte ich aber Fallschirmjäger einfach defensiv abwerfen. Damit die hier schon mal so ein bisschen gucken, was Sache ist. Hier drüben gibt es natürlich gar keinen Flugplatz, sonst könnte ich die da auch abwerfen. So, ich soll einmal hier unten verteidigen, dieses Stadtgebiet und dann hier. Ach, das hier ist Wald. Ja, wenn ich hier zum Beispiel meine Fallschirmjäger in diesem Wald abwerfe, dann wäre das doch gar nicht verkehrt, oder? Aber das ist sehr weit hinten. Aber das hier wäre sehr weit vorne. Okay, gut. Wir müssen mal schauen. Ich würde super gerne diese beiden Pässe einfach auch benutzen. Damit hier uns einfach nicht irgendjemand in der Flanke rumgurkt. Ja, da würde ich dann immer einmal Azul-Infanterie, einmal Gebirgsjäger mit rüber schicken mit so einem Panzer für enges Gelände. Und den Rest hier oben entlang. Ich schieb die Fallschirmjäger erstmal aus der Reserve raus. So, Pioniere sind halt leider super langsam. Ich könnte mir natürlich super Pioniere züchten. Indem ich meine Infanteriehelden ein bisschen verteile. Wenn ich mir die hier angucke, die haben ja jeweils mehrere Plusgeschwindigkeiten drauf. Das wäre vielleicht echt eine Option. Ich habe gar keine Helden.
Gebe ich denen eine Ablenkung oder gebe ich sie lieber irgendeinem Panzer? Nee, wenn so ein paar Gebirgsjäger die haben, wäre das gar nicht so schlecht, glaube ich. So, ihr habt jetzt Ablenkung. Herzlichen Glückwunsch. Und dann würde ich aber, glaube ich, meine Fallschirmjäger tatsächlich upgraden mit Fahrzeugen. Und die sollen dann hier oben als Infanterie mitfahren. Denn da brauchen wir wenigstens ein bisschen Infanterie. So, dann machen wir das doch einfach so. So, was habe ich hier noch in der Reserve? Flammenpanzer? Nee, ne? Ich nehme lieber echte Panzer mit. So, dann habe ich hier noch Unmengen von Flugzeugen, die teilweise auch gar nicht schlecht sind. Oh, das sind schon die 190 Punkte. Wie viel Erfahrung habt ihr? 3982. Ja, dann ihr zurück. Lohnt es sich, die abzugraden? Was hatte ich beim letzten Mal festgestellt? Ich glaube schon, ne? Wegen der Reichweite. Und wegen der höheren Durchschlagskraft. Ach so, aber es kostet gleich viele Punkte. Dann machen wir das doch auf jeden Fall. So, okay, wunderbar. So, da müssen wir nur gucken, wo wir die brauchen. Hier wäre ein großer Flughafen. Den könnten eigentlich die Fallschirmjäger gesichert haben. Aber wir können auch einfach den hier hinten als Ausgangslage benutzen. Oder, na, der ist eigentlich gut genug gesichert, bilde ich mir ein. So, hier unten brauchen wir auf jeden Fall ein paar Gebirgsjäger. Ich nehme mal die hier mit. Die dürften eigentlich alle die richtigen Fahrzeuge haben. Also euch nehmen wir mit. Dann nehmen wir so ein Panther mit. Und ich würde denken, wir nehmen auch Artillerie mit. Oder erledigen das unsere Flugzeuge für uns, die Artillerieunterstützung. Ich nehme Artillerie mit. Also, da haben wir hier Pass Nummer 2. Wir setzen die einfach überall unter Druck, richtig? Achso, ich habe da natürlich jetzt keine
Die sollte ich vielleicht auch mitnehmen, ne? Ein paar Wirbelwinde. Zum Schutz. Wäre voll gut. Also, und die Hauptstreitmacht sollte hier oben durchkriechen. Dann schauen wir mal. So, ihr ganz nach vorne. Dahinter ein paar Aufklärer. Ein paar Panzer, die schnell durch... Oh ja, ihr seid beweglich. Ihr könnt halt schnell durchbrechen. So, dann kommt hier die Panzerabwehr dahinter. Ach, die Infanterie hätte eigentlich nach vorne gesollt, ne? Das wäre cleverer gewesen. Na, ist egal, wir haben ja da drüben schon einen leicht gesicherten Bereich. Also die Infanterie kann dann auch nachrücken. So ein bisschen. Ja, gut. Da, was soll ich sagen? Da staut sich halt alles so ein bisschen. So, wo kann ich meine Flugzeuge aufstellen? Ah, ich kann die direkt hier unten schon stationieren. Oh, hier wäre natürlich auch super nice. So, da kommen alle hin, fast alle, die nicht schnell verlegbar sind. Also hier kommen auf jeden Fall diese Bomber hin. Dann brauche ich da ein paar richtig gute Jäger. Ich hatte doch hier beim letzten Mal welche, die mega gut verteidigen konnten. Hier. Ja, da passen halt nicht alle hin, würde ich mal sagen. So, nehme ich den Rest hier mit. Ist vielleicht gar nicht so doof. Okay, die passen da nicht alle hin. Ja. Natürlich nicht. Das wäre auch zu geil. Ja, dann Schlachtplan, ne? Hier oben möglichst schnell durchstoßen irgendwie, alles versuchen zu säubern und so weiter und so fort. Und kleinere Verbände stoßen schon mal hier unten durch und machen da Druck, damit die Jungs einfach schnell vorankommen. So, einmal Moment, nicht so eilig. Ich habe doch hier irgendwie noch eine Einheit in Überstärke, ne? Die wollte ich noch mal gucken, ob ich da Punkte sparen kann. Die kosten nichts. Das ist also komplett richtig, dass sie in Überstärke antreten. Die Jungs kosten auch nichts. Sie können auch in Überstärke antreten, aber ich hatte doch irgendwo... Wo seid ihr? Hier? Ja, genau, die kosten nur die Hälfte. Was bekomme ich denn da an Punkten raus, wenn ich bei denen die Überstärke auflöse? 2 Punkte? Ich glaube, hier sind die normalen Kosten angegeben, oder? Wie viel kostet denn ihr? Kostet ihr wirklich... Ja, die kosten wirklich 13. Nee, aber die kosten doch nur die Hälfte. Moment. Das heißt, sie kosten jetzt 6,5, ne? Das heißt, ich würde 3 Punkte rauskriegen. Ja genau, die kosten jetzt 6,5. Ja, okay, gut. Nee, dann bringt das tatsächlich nichts. Ah, okay, gut. Ich dachte, vielleicht wäre interessant. So, jetzt wirklich hier. Wo fangen wir denn an? Unten? Wir fangen hier an. Minen.
Könnt ihr die wegräumen? Nicht wirklich. So, hier durften ja keine liegen, ne? Hier hinten könnten noch welche liegen, da könnten welche liegen. Machen das mal so. Ah, da liegen wirklich welche. So, könnt ihr die jetzt komplett räumen? Nee. Ach so, Mist. Mein Plan war eigentlich, die Jungs hier reinstoßen zu lassen. Das funktioniert soweit auch. So, und jetzt können die hier aber nicht durchstoßen, auf jeden Fall. Ne, das geht nicht. Also schmeißen wir die dahin. Die Artillerie dahinter. Die Luftabwehr hierhin, wo sie halt vom Panzer und von der Artillerie gedeckt werden. Was seid denn ihr? Gebirgsjäger, russische. Mhm. Und da hinten ist eine Flugabwehr, die hier alles abdeckt. Okay, also hier haben sie eine echt gut tief gestaffelte Verteidigung mit zwei Panzerabwehrkanonen hintereinander. Vorne die großen, hinten die kleinen. Hätte man noch umgekehrt machen können. So, da haben wir hier noch den Pass. Da wird es ja, das wird eigentlich das einzige Minenfeld hier sein, denke ich mal, ne? Wir werden mal, warte mal, hier, wie viele Flugabwehren haben die hier unten? Vielleicht steht da noch eine. Ich gehe mal davon aus, dass nur eine ist und dann schicke ich hier einfach mal Bomber hin und dann kann ich da nämlich auch ein paar Aufklärer hinschicken in die Gegend. Oh, die sind auch nicht abgedeckt. Hervorragend. Drei und ihr schafft zwei. So, das war schön. Und dann, die kann ich vielleicht hier unten, ich weiß gar nicht wohin, schicken. Schicken wir euch einfach hier hoch. Da seid ihr wenigstens so ein bisschen safe. Dann können wir hier ein ganz kleines bisschen weiter gucken. Okay, also hier oben ist es nicht so krass gestaffelt. Minen haben wir jetzt hier keine gesehen, aber ich... Also hier nicht, aber hier werden wahrscheinlich auf jeden Fall noch Minen liegen, oder? So, wie machen wir das? Panzerdurchbruch. Bewegungsreichweite 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3. Okay, es nimmt sich wahrscheinlich nichts. Wir gucken mal, ob wir hier einen Panzerdurchbruch irgendwie hinkriegen. Zu 2, ach so, weil dahinter, ja, okay, gut, ergibt Sinn. Ja, da liegen direkt Minen, klar. Dann stellen wir uns hier auf der Seite ran. Ja, da sind wir auch. Ich will jetzt nicht sagen unantastbar, aber ganz gut positioniert. Beschießen wir die? Können wir hier jemanden ausgraben? Ne, die sind alle nicht eingegraben. Ne? Wir könnten die minen, aber das bringt nichts. Wenn wir die angreifen wollen, dann mit Infanterie und dann... Versuchen mal, die davon abzuhalten, hier nachzurücken schnell und uns zu stressen. So, dann haben wir uns hier sinnvoll aufgestellt, bereit für einen Durchbruch. So, und wie weit kommen wir hier? Hier kommt halt nur bis zum Fluss. Das heißt, wir müssen uns da vorne erstmal irgendwie anders aufstellen.
bisschen breiter müssen wir uns wahrscheinlich schon machen, ne? Kriege ich da oben Jäger ran? Ja, ihr seid schnell verlegbar. Ach ja, klar. Hier ist doch direkt ein Flugplatz. Warum nehme ich nicht den? Das wäre doch eigentlich gar nicht so dumm, oder? Und dann könnte ich die sogar wieder wegverlegen, wenn ich Bock hätte. Oder noch für andere Dinge benutzen. Spaßige Dinge. Hehe. So, die dürfen genau so weit fahren, wie sie dann wieder aussteigen können. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst vor sowjetischen Luftangriffen. Könnte sein, man munkelt. Ja, das heißt, die da hinten sind alle außerhalb des Schutzes. Werde ich euch wenigstens versuchen abzudecken. Denn ich schätze mal, hier unten mit den Jungs werde ich nicht offensiv gehen. Weil ich vermute, dass da überall auf diesen Flughäfen, so wie es hier auch der Fall ist, Flugabwehrgeschütze stehen. Da müssen wir warten, bis die Bomber quasi so ein bisschen aus der Reserve gelockt wurden. So, aber einmal gegnerische Jäger haben wir schon erledigt. Hier, das sieht auch nach einer gut zu verteidigenden Stellung aus. Wir haben hier Mörser, die hier nochmal alles schützen. Die Panzer werden geschützt. Die Aufklärer hier werden geschützt. Hier die Artillerie, da kommt auch keiner ran. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut geschützt aus. Also fliegen wir hier oben so ein ganz kleines bisschen Aufklärung. Oha. Jagd 3, Leck 7. Aber dort werden wir nicht gesehen. Doch, da werden wir genau gesehen. Aber die können uns nicht viel tun. Naja, die können meine Aufklärer runterholen, wenn die Bock drauf hätten. Ja, das geht natürlich nicht. Zieht euch vielleicht einfach mal zurück. Ja, hier unten machen wir wie gesagt nichts. Oben bewegt, Mitte bewegt, unten bewegt. Da kommen wir durch, ne? Und dann sind die Truppen hier schon mal raus, können uns hier nicht irgendwie auf den Sack gehen, wenn wir da vorbei wollen. So, dann schauen wir mal. Ja, wir werden wahrscheinlich Unmengen von Flugzeugen dabei haben.
Jetzt kommen hier schon die Scouts an. Es waren nicht so viele Flugzeuge, wie ich dachte. Weil die werden ja eigentlich alle am Stück bewegt, die Flugzeuge. Ah, okay, da kommen wir wieder. Ach, hier die Artillerie haben wir zusätzlich zufällig durch Flugzeuge geschützt. Na, da hinten kommen die auch mal gucken, haben dann aber abgebrochen scheinbar den Angriff. Wegen der Wirbelwinde. Die Weißen hier sind das besonders krasse. Nee, so super krass sehen die nicht aus. Natürlich Artillerie hingestellt. Das ist ein bisschen nervig. Und ich vermute, die wird auch durch Flugabwehr geschützt sein. Ja, die Frage ist, wie schützen wir das Ganze? Worauf konzentrieren wir uns? Wir müssen ja ein bisschen abseits der gegnerischen... Oh, da oben, das ist so ein Premium-Ziel mit dem Panzer da. Ja, der gegnerischen Flugabwehr operieren. Na, die haben natürlich mobile Flugabwehr. Und die kann auch noch irgendwas. Die kann zweimal Abwehrfeuer machen und... Lauerjäger. Okay. Nervig. Fünf nur? Das war ja nicht so geil. So, dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. Die hocken halt hier direkt neben uns, ne? Also, das ist schon mal super gut. So, ich habe noch drei Jägergeschwader hier. Oh, und hier drüben sind so viele von denen. Ich würde halt gerne irgendwo was bombardieren. Vielleicht helfen wir hier einfach ein bisschen aus. Aber das sieht halt nicht so krass nach lohnenden Zielen aus. Ich bin auch ein bisschen weit weg von den Zielen, die wir eigentlich verteidigen sollen, fällt mir dabei auf. Das kann ja auch nicht gesund sein. So, hier hinten können sich, glaube ich, die Flugzeuge relativ sicher fühlen, zumindest... vor
feindlicher Flugabwehr. So, wir setzen euch mal dazwischen, dann decken die den Bunker ein bisschen mit ab. Das ist bestimmt auch nicht so verkehrt. So, dann machen wir das hier alles relativ langsam. Kriegen wir hier irgendwie noch die Gelegenheit, irgendjemanden auszuschalten, der schon angeschlagen ist? Ja, wir könnten hier oben so ein bisschen die ausschalten, aber dann stürzen sich wahrscheinlich alle direkt auf diesen einzelnen Jäger. Das finde ich auch nicht so cool. Vielleicht sollte ich die nach da unten verlegen. Tja, was bombardiere ich hier? Ja, schwierig. Ich schieb das mal ein bisschen auf. Kümmern uns erstmal hier um diese Gebirgspässe. So, kommt ihr da durch? Bedingt. So, das ist mir eigentlich ein bisschen zu eng hier alles. So, ihr tauscht einfach mal. Dann könnt ihr hier diese Panzerabwehr ausschalten, würde ich vorschlagen, oder? Wenn die angreifen, sind die tot, aber irgendwann müssen wir die halt erledigen. So, kam hier aber nicht irgendwo, da sind ein paar Tupolev 2, haben sich dorthin verirrt. Wo ist denn die Flugabwehr? Ach, die steht ganz hier hinten, oder? Noch mehr Minen. Über die Seite schaffen wir es aber auch nicht gut vorzurücken. Wir könnten versuchen, hier durchzurücken, uns da irgendwie so ein bisschen zu schummeln. Aber das war's dann auch schon. Ja, wir versuchen hier mal schnell durchzurücken. Shit. Natürlich liegen da noch mehr Minen. Verdammt.
So, ihr hier einmal hoch. Die Jungs hier sind jetzt natürlich ein bisschen ungeschützt. Oh, wir können hier direkt durch. Ja, auf geht's. Moment. Ja, die decken da drüben ab. Okay. So, das Gute ist aber, hier kann ich viele Gegner angreifen. Ja, hier drüben ist alles voller Minen. Das hätte ich mir echt denken können. So, ihr schafft 5. Ich hätte die doch noch nicht wegbewegen sollen, ne? Wie weit kommt ihr bis dorthin? Ja, da hätte ich nämlich die anderen Aufklärer hier noch benutzen können. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Oh, hallo. In den Wald wollen wir gar nicht unbedingt rein, ne? Ich jedenfalls nicht mit unserem Panzern. Aber, guck mal. Die haben sich direkt ergeben. Okay. Also das ist auch Wald. Da wollen wir uns also auch nicht reinstellen mit den Panzern. Ich sehe hier hinten keine Flugabwehr. Das ist super. Das heißt, wir können hier ungeschützte gegnerische Einheiten angreifen. Wo habt ihr Bock? Nicht ohne ausreichende Aufklärung. Da. Wir laden die erstmal hier ab. Wir machen das ein bisschen vorsichtig. Solange bis die Aufklärer hier vorne sind. Um uns Näheres erzählen zu können. So, da rücken echt alle im Schneckentempo nach.
So, dann machen wir das einfach so. Ach, die schaffen die alleine hier. Na geil. So, das waren direkt zwei Bomber, die wir da rausnehmen konnten. So, und kann ich euch irgendwo gewinnbringend hier unten einsetzen? Vielleicht hier gegen die. Wie komme ich denn da hin? Ihr dürft. Ich lasse euch den Vortritt. So, und verlege ich die echt schon mal irgendwo hier, wohin denn? Die Gegend würde ich die halt gern verlegen. Problem ist natürlich in der Gegend. Sehe ich gerade so gar keinen Flughafen. Wir versuchen mal ein bisschen geschickt zu sein. So, und euch verstecken wir einfach da ein bisschen. Ihr könntet hier noch angreifen. Bringt natürlich nicht viel. Ja, was können denn die Flughäfen? Nichts können die, oder? Wo sind das viele? Wahrscheinlich kommt auch ständig noch Verstärkung hinzu. Da drüben die Aufklärer, die würde ich natürlich gerne wegbomben. Ich hoffe, das ist machbar. Die bombardieren da echt alles in Grund und Boden. Ja, okay. Da ist die Flugabwehr. Wie viele mobile Flugabwehr haben die denn? Das sieht ja richtig frech aus. Okay, die Jäger scheinen sich erstmal darauf zu konzentrieren, ihre Bomber zu schützen. Das ist natürlich gut für uns. Tschüss. Wen wollten die denn angreifen? Unsere Panzer?
Habe ich keine Munition mehr? Doch. Achso, aber ich darf nicht defensiv zweimal feuern, wenn ich selbst angegriffen werde, oder wie? Die Artillerie hat sich direkt ergeben. Die hauen ab. Okay, also hier oben darf ich nicht so sehr operieren, glaube ich. Ich muss meine Flugzeuge da echt ein bisschen von der Front weglegen. Die Truppen hier können nicht mal die Flusslinie halten, ey. Echt jetzt? Ach, wie ärgerlich. Ja, da müssen unsere Jungs bei den Pässen halt furchtbar schnell durchbrechen jetzt, befürchte ich. Ansonsten wird das relativ fies. Das ist doch bestimmt, ne? Sechste Garde-Panzerarmee, genau, alle mit den gelben Schildchen. Garde-Truppen, die sollen wir komplett aufreiben. Ja, machbar. Dann sind die wenigstens einfach zu identifizieren, einmal aufgrund der Farbe der Fahrzeuge und aufgrund der Farbe der Einheiten Stärkeschilder. Ja, ich befürchte beinahe, wir werden uns hier direkt richtig weit zurückfallen lassen müssen. Da vorne wird für uns nichts zu holen sein. Das war eigentlich ganz nice, aber wenn ihr jetzt noch eine Einheit hättet, die die zerstören könnte, dann wäre das auch sinnvoll gewesen. So verstärken sie sich halt einfach nur. Oh, bleib doch hinterm Fluss, lass die doch kommen. Sperrt doch einfach die Brücken und dann ist gut. Hey, ja. Kommen wir nicht durch. Bescheuert. Ja, achso, ich schaue gerade auf die Uhr. Problem fürs nächste Mal, wie es aussieht. Ja, das sind zwei, ja, ganz kurzen Überblick wollen wir uns noch verschaffen. Ihr kriegt die nicht mal ganz erledigt. So, hier sind wir einfach durchgebrochen, würde ich denken. Bei diesem mittleren Pass. Da können unsere Panzer dann auch gleich machen, was sie wollen, befürchte ich. Ach, das ist der untere Pass. Das ist der untere Pass. Ah, okay. Hier der mittlere Pass ist der stark verminte. Ja, da müssen wir mal gucken. Hier drüben, diesen Angriff würde ich halt super gerne stoppen. Ja, da ist die Flugabwehr, von der ich angenommen hatte, dass sie dort wäre. Die Jungs müssen hier weg. Weil die jetzt halt alle im Bereich dieser mobilen Flugabwehr sind. Die müssen wir irgendwann mal ein bisschen getrennt von den ganzen Flugzeugen erwischen. Falls das möglich ist und die dann bombardieren. Und solange müssen wir uns irgendwie nach hier unten zurückziehen, befürchte ich.
Zumindest mit der Einheit hier, ne? Also alle, die sich reparieren müssen, müssen wir dann immer irgendwie nach Süden verlegen, damit die hier oben nicht direkt bei der Reparatur dann die ganze Zeit beschossen werden. Das würde ja nichts bringen. Das wäre dumm. Ja, hier drüben dieser Angriff, ne, ich glaube, den gilt es zunächst einmal abzuwehren. Und da sind die Bomber leider nur bedingt in Reichweite. Aber wird schon irgendwie klappen. Müssen wir schauen. Hier, die haben sich vielleicht auch ein bisschen zu weit vorgewagt, ne? Die hier unten. Auf jeden Fall, die können wir, glaube ich, ganz gut angreifen. Ja, schauen wir mal beim nächsten Mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Sehr schönes Szenario auf jeden Fall, finde ich. Da muss man wirklich eine ganze Menge benutzen. Diesen dritten, was ist das, ein Marschall? Ja, den dritten Marschall, den müssen wir auch erstmal finden irgendwo. Aber wird klappen. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber nicht mehr heute. Für heute war es das, wie gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.